Söhnt einen das mit dem Tödlichen? Wenn man nun weiß, warum die beste aller unmöglichsten Welten gar nicht anders konnte, als diesen Preis einzusetzen, um die Erinnerungs- und Wahrnehmungspersistenz zu gewährleisten in diesen weichfleischlichen Metonymie zu Metaphern, Metamorphosisierungskörpern, der Neutransformationsaberwitzigkeiten. Tröstet das, wenn man weiß, der Tod ist notwendig, damit die Erinnerungsfunktion, die Spiegelerkennungsfunktion dem Sein gegenüber vom Sein erblickt, im Ansehen des glotzenden Auges damit fortgesetzt werden kann, auch im Wissen, dass das keine Fortschritte an Erkenntnis oder Bewusstwerdung nach sich zieht, sondern ganz im Gegenteil.